Auto aus Becker-Thiemann auf dem FSV Mainz 05, präsentiert von Zackes Sport Borchardt. Geleitet wird die Partie von Gerald Walker vom TuS Nettelstedt. Ihnen viel Spaß, allen Teams, viel Erfolg! Ab gilt die wilde Fahrt in die nächste Partie. Hertha BSC Berlin gegen Mainz 05. Erster Abschlussversuch hier der Mainzer. Die Berliner ja mit dem perfekten Samstag. 3 Spiele, 3 Siege. 3-1 gegen Hannover 96. 2-1 gegen Schalke. Und 3-1 gegen Eintracht Frankfurt. Die Mainzer ja, hatten sich ein bisschen mehr erhofft, glaube ich. 0-3 gegen Gladbach. 3-3 gegen Wolfsburg. Und dann ein 1-2 gegen Leipzig. Hätte etwas besser laufen können. So, erster Schussversuch hier. Sehr gefährlicher Schussversuch von Pferde aus Garfuri. Da haben wir die Mainzer Bank mit ihrem Cheftrainer Bartosz Gaul, 30 Jahre jung. War bis zum Jahr 2015 Co-Trainer bei der U19 von Schalke 04. Und ist jetzt seit 2015 war Mainz 05 tätig. Erst Cheftrainer der U15 und jetzt verantwortlich für die U16 der Mainzer. Wieder da Pferde aus Garfuri. Wacht, er hatte einen Kaffee mehr und will die richtig loslegen heute Morgen. Ball zurückgelegt von Jonas Dirkner. Da haben wir wieder Dirkner am Ball für die Berliner, die einen der auffälligsten Akteure hier in ihren Reihen hatten. Lazar Samardžić. Nicht nur Tore erzielt, vor allen Dingen auch vorgelegt. Auch er U16-Nationalspieler, einer von vielen hier auf der Platte in Lübbecke. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Die U16-Nationalmannschaft macht ja im Januar traditionell immer ein Trainingslager in La Manga in Spanien. Und lange Zeit endete das meistens so Mittwoch, Donnerstags vor dem Cup. Das war sehr unglücklich, weil natürlich viele Spieler nicht dabei waren, auch allein aufgrund der Reisestrapazen. Also von Spanien zum Beispiel nach Nürnberg und von Nürnberg nach Lübbecke, das alles in 2 Tagen, wäre dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Jetzt wurde das ja seit 3 Jahren etwas vorverlegt, endet schon in der Woche vor dem Freeway Cup und dadurch natürlich die Möglichkeit deutlich größer, dass wir hier die Nationalspieler zu Gesicht bekommen. Unter anderem ihn, der jetzt den Ball hat. Die Nummer 10. Von Hertha BSC Berlin. Hier sicher Leon Kuck. Der Keeper. Jetzt Schussversuch von Jonas Dirkner. Weiter Ball. Ins Aus. Ballbesitz. Für die Hauptstädter. Sowohl Hertha BSC Berlin und auch Mainz 05 spielen in der für U16-Teams höchsten Liga, der Regionalliga, die Hertha in ihrer Region auf Tabellenplatz 2, punktgleich mit der U17 von Chemnitz
ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die beiden sich da liefern. 5 Punkte sind die Herthaner bereits vor dem Tabellendritten, das ist die U16 von RB Leipzig. 11 Siege für Berlin, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, also bisher eine sehr erfolgreiche Saison. Die Mainzer Tabellenerster, 36 Punkte in 15 Spielen, sind sehr, sehr gut unterwegs und haben jetzt die Möglichkeit, in Führung zu gehen, aber da hat Leon Cook einiges gegen. Hier Bartosz Gaul, der Mainzer Trainer. Richtig torgefährlich wird es hier noch nicht. Ist so die erste Partie, die noch nicht so ganz ins Rollen kommt. Liegt sicherlich auch daran, dass beide Mannschaften das sehr, sehr hoch verteidigen, den Gegner früh zu Fehlern zwingen. Hier sehen wir es gerade wieder, wie Berlins Mauricio Oyana sofort drauf geht. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, aber auch der Ball wieder knapp am Tor vorbei an der Bande. Nächste Schussmöglichkeit für Marc Fichtner. Auch er Nationalspieler. Mainz hat seine beiden Nationalspieler beispielsweise mitgebracht. Marc Fichtner hier gerade mit der 8 und die Nummer 11, Paul Nebel. Das sind die beiden Akteure. Zu weit vorgelegt, deswegen der Ballverlust. Aber auch da geht Berlin sofort wieder rauf. Also beide Mannschaften extrem stark im Gegenpressing. Nach dem Ballverlust sofort drauf. Ist natürlich die Halle auch der ideale Ort, um über so ein Thema wie Gegenpressing zu sprechen. Durch die engen Abstände zueinander. Kann sofort drauf, um nach Ballverlust in den ersten 2-3 Sekunden sofort die Kugel zurückzuerobern. Wieder die Mainzer vorgeschoben. Gut verteidigt. Beide Mannschaften sehr, sehr aufmerksam. Also es macht es nicht schlecht. Sie machen es nur für den Zuschauer nicht ganz so spektakulär, weil die sich beide wirklich in ihrer Defensivarbeit sehr, sehr aufreiben. Die Mainzer waren gestern auch nicht so schlecht, wie es die Ergebnisse ausgesagt haben. Also nur 1 Punkt aus 3 Spielen. Also gefühlt ziemlich unter Wert. Da haben wir die Berliner Bank mit ihrem Cheftrainer Oliver Reiß. Ist am Dienstag gerade 35 Jahre jung geworden. Er auch schon im letzten Jahr als U16-Trainer der Berliner dabei. So, nächste Gelegenheit vielleicht. Aber da sofort 2 Mann auch wieder beim ballführenden Spieler. Also man sieht das hier sehr, sehr gut. Sehr leidenschaftlich, sehr konsequent, sehr diszipliniert beteiligt. Beide Mannschaften schon sehr wach um kurz nach 9 am Sonntagmorgen. 4 Minuten noch. Auf die Uhr. Hier der ruhige Aufbau. Jetzt müssen sie das Spielfeld, die Berliner, ein bisschen größer machen, sie ein bisschen vorne tiefer stellen, einfach ein bisschen mehr Spielraum zu bekommen. Jetzt haben sie es gemacht, Richtung Tor orientiert, damit sofort gefährlich. Ja, da muss Bartosz Gaul einmal den Kopf anziehen. Der Kopfball von Oyana ging an die Latte. Okay, wieder sofort gedoppelt. 2 Berliner und sofort der Ballgewinn. Also würde man so die Zeit stoppen in den gefährlichen Bereichen. Wie lange hat eine Mannschaft den Ball? Dann sind das hier immer nur 1-2 Sekunden. Weil sofort der Druck, sofort das Feuer kommt. Ui.
Nächster Versuch bei den Berlinern. Und jetzt sehen wir auch schon, es ist dadurch, dass beide so diszipliniert verteidigen, auch nicht die Partie der Einzelspieler. Weder Samardzic auf Seiten der Berliner noch Fichtner oder Nebel stechen irgendwie raus. Einfach, weil es sehr landschaftlich verteidigt wird. Vielleicht gibt es ja nochmal so eine Einzelaktion eines dieser Superkönner. Gut, der Versuch hier wieder von Emilcan Tekin. Aber auch er scheitert knapp. Ziel Wasser beider Mannschaften auch noch nicht unbedingt so perfekt gegeben. Zwei Minuten noch. 0-0 sicherlich das ungewöhnlichste Ergebnis im Hallenfußball. Aber noch haben wir 120 Sekunden, um das zu ändern. Hätten die Mainzer gerne einen Freistoß gesehen, aber ich glaube, das geht in Ordnung. Schiedsrichter Walker, ja auch Brite, da wird sowas aber laufen gelassen. Also ein bisschen britische Schiedsrichtermentalität hier in Lübeck. War noch ein Stück weit international. Immer gut abgelegt. Gibt es hier noch den Lucky Punch. Verdient zu verlieren, hätte es irgendwie keiner der beiden Mannschaften. Weil sie es, wie gesagt, zumindest in die Defensivrichtung sehr, sehr ordentlich lösen. So, letzte Spielminute. Ja, da war ein Missverständnis. Waren sie nicht einig. Das war eine klasse Drehung. Und dann der Versuch von Paul Nebel. Da hat er mal angedeutet, warum er den Bundesadler trägt. Jetzt hier Berliner mit dem nächsten Nationalspieler. Abschlussversuch. Also es sind dann doch die Nationalspieler, die ja nochmal Akzente setzen in der letzten Spielminute. Wieder die Finte. Ja, etwas zu weit vorgelegt. Jetzt klasse vorbereitet. Mit der Bande nochmal. Gab's für Emilcan Tekin. Den Versuch. Ruhe ist angehalten. 28 Sekunden noch zu spielen. So, weiter. Ball kriegt er den Kopf ran. Nein. Das war zu weit. Da hat Walker ein Schieben gesehen, deswegen gibt es Freistoß, da haben wir ein Bild. Abstand wird eingefordert. Schussversuch nochmal geblockt. Wieder geblockt und es gibt nochmal Eckball. 6 Sekunden haben wir noch auf der Hallenuhr. Da sehen wir es. Schuss so abgeblockt. Und das war's mit 0:0. Sicherlich ungewöhnlich. Trennen sich Hertha BSC Berlin und Mainz 05. Ich bin gespannt, wie viele Highlights.